Und rein. Rein ins Getümmel. Top Boots. Da sind wir. Alles anmachen, alles aufbauen, alles rausbringen. Der Tag beginnt. Was, keine Neuigkeiten heute? Wieso nicht? Oder wollte ich die erste Zeit holen oder was? Ich hab das schon gerne geholt. Kannst du jetzt noch ein bisschen Neuigkeiten? Ja, Neuigkeiten will ich haben. Ja, bitte, ja, kannst du hier. Bitte. Roboter Katze macht Rentner froh. Roboter Katze macht Rentner froh. Das sind Neuigkeiten in der Welt. Also ist nichts Schlimmes passiert. Nö. Ja, Entschuldigung. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber mir sagt, es gibt doch viele Leute, die ich so kenne, die mir sozusagen im Stich lassen oder sowas. Ich weiß doch nicht, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen oder irgend sowas. Es gibt doch für alle Leute, wenn ich mal eben brauche oder anrufe dann sitzt du zu Hause und wartest du, dass du mir helfen soll oder was für 5 Minuten oder was. Das ist eben so heutzutage. Das ist eben so heutzutage. Das macht ja. Bei mir genauso. Lassen mich auch. Das ist ganz normal bei den Leuten. Ich sehe ja bei meine, wenn die da abhält und sagt, naja, sie sind gesund aus Feuer. Ja, wärst du denn ja nicht krank? Ist doch schön, wenn einer sagt, du bist gesund. Naja, das weiß ich ja selber. Du, das ist mir alles klar. Das ist alles in Ordnung. Mir sage ich ja nicht. Mir geht es darum, wenn einer sagt zu mir, wir wollen alle Geld haben und ein Quartal kostet für die 40 Euro. Ja. Und der Fliegendienst hat gesagt, kam ja auch mal bei mir, weil ich es gesagt hatte. Ja. So, dann haben die angerufen da bei mir am Donnerstagabend noch, da spielt dann Mittag, ja, wir schicken einen Gutachter und alle Glückliche und wir denken, dann wissen wir, ich habe ein Bärchen bestellt. Dann fängt dann an, mit mir rumzuspielen, ich spiele Alex, weiß ich will, und dann ist du Dings da, also, naja. Musst du 50 Mal machen, dann hat Herr Händler. Der weiß immer Bescheid. Naturheilkundler geworden, der Alex. Der weiß Bescheid jetzt? Der ist jetzt gerade auf so einem Trip. Aber ich befasse mich mit so einer Lappalie nicht. Ja. Da müssen wir mal gucken. Mal gucken, was heute so los ist. Auf alle Fälle hier. Hast du das auch schon früh zugemacht? Um 8 Uhr war ich oben. Ach so. 8 Uhr, 20 Uhr war ich dann oben. Und dann kamen noch 2-3 Leute Räder abholen nur. Und dann halt war ich aber schon oben. Hab oben Abendbrot gegessen. Ja, alles klar. Gut. Wolfgang, wir sehen uns später vielleicht, wenn es warm ist. Ja, ja, bis dann, ciao. Oh Mann. Mann, Wolfgang, es ist schwer, dir zu folgen. Ich verstehe nicht ein Wort manchmal. Und am Ende des Gesprächs ist die Information gleich null. Das ist ja unglaublich. Der hat so viele Sorgen, die eigentlich keine sind. Mann, ey. Das ist ja unglaublich. Die Sorgen, die er hat, möchte ich gerne haben. Weil irgendwelche Leute sagen, sie kommen und sie kommen dann nicht. Ha, 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 das habe ich hier täglich. Naja, es ist halt ein alter Mann, wa? Der ist auch einsam. Und das ist für ihn sehr enttäuschend dann immer. Ich mache sauber wie immer am Samstag. Samstag ist immer mein Saubermachtag. Und da mache ich vor dem Laden alles ein bisschen schick. Ich ordne die ganzen Lastenräder neu. Die Mieträder bringe ich jetzt raus, weil der Sommer muss kommen. Die kommen hier alle hin. Möglichst ohne Last. Ich bin fertig mit dem Saubermachen. Oh, Mensch, die nervt, ey. Fertig mit dem Saubermachen. Ja, so fein. Jetzt gibt es einen Auftragswert. Kam gerade. Na, ja, ich bin gleich da.
funktioniert das Licht nicht mehr. Fertig. Da hat mir doch einer das Ventil geklaut hier vorne. Unglaublich. Jetzt gibt's Frühstück. Ich find's kalt. Ja, hier ist ein bisschen Platz. Genau, was ihr seht, haben sie alle nur mich gesehen. Die Malis kann hier durchlaufen. Habe ich ja noch eine Zeit hier. Jo, wunderschön sieht das aus. Man kann gucken bis zum Ende. Und am Ende ist wieder Chaos, aber das wissen wir ja. Naja, wahrscheinlich musst du das auch nie irgendwie so komplett hinkriegen. Das wäre aber noch zu viel. Ja, aber das abzuschaffen ist ja auch Blödsinn. Davon leben wir ja. Wir leben ja von dem Chaos. Ich freue mich auf heute Abend, da gehe ich baden. Also Hans hat gesagt, kann weg, soll weg. Weil bevor die da hinten rumstehen und das dann wieder nur Ärger gibt und böse Blut. Was das ja gibt, hier permanent. Irgendein Scheiß. Soll das weg? Mike's weg. Bremsbelag ist furchtbar. Ah, ich habe ja dieses Hollandrad hier draußen stehen für ein Fuffi. Hollandrad Bastlerrad. Jetzt mache ich den Bremsbelag doch noch neu. Beziehungsweise mache ich den gebrauchten drauf. Der tobelt mir ja die Felge hier weg, das ist ja Schwachsinn, das ist ja totaler Blödsinn. Ich muss ihn nur verkaufen für den Fuffi und weg damit. Fertig. Fuffi ist doch kein Geld. Ich verstehe das nicht. Fuffi ist doch nichts, ey. Licht funktioniert. Hinterrad mit Marathon Plus sogar. Ja, ey. Mann, ist das furchtbar. Also, es ist wie immer das Gleiche zu tun. Bremszug ist eingerottet. Der funktioniert nicht mehr. Schaut mal an, wie ich das mache. Herr Göse hier. Wundervoll. Das sieht alles aber schon sehr verrottet aus hier oben. Schneide ich das Ende ab, ziehe den Bogen raus. Das Ding ist eh Müll. Das hier, dieser Puffer, der ist Müll. Den habe ich schon öfter gesagt. Der tut nämlich nur so, als würde er puffern. Oh, oh, das ist ja geil. Das ist ein Paradebeispiel. Was für ein Rotz und Rost. Achtung, ich ziehe. Oh, Herrgott, der kommt ja nicht raus. Kommt ja nicht durch. Ich brauche beide Hände zum Ziehen. Eins zum Gegenhalten. Das ist unglaublich. Tja, da ist ja wohl mal nichts los. Den Bogen brauche ich aber. Was mache ich denn jetzt? Total verrostet, ey. Jungs, einmal im Jahr Züge tauschen. Sagt Mann. Im professionelleren Bereich, sagen wir mal so, meinetwegen. Habt ihr immer noch eine Ausrede, könnt ihr sagen, ihr seid keine Profis. Aber eigentlich gilt das immer und überall. Einmal im Jahr Züge tauschen, dann flutscht es. Oder wenigstens einmal rausnehmen und checken. Oh, das ist ja wirklich unglaublich. Jo, hab ich. Den Bogen raus. Ich habe den Bogen raus. Mal, wie ich das abgedreht habe hier. Unglaublich. Und nur den Kunststoff hier entfernen. Hartnäckiger Kunststoff. So, neuen Zug brauchen wir. Eine neue Zughöhle brauchen wir. Oh, ein Stück kürzer dürfte aber sein, allerdings.
Jetzt brauchen wir einen Zug. Das mache ich hier schon so oft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt noch jemand interessiert, wenn man sowas zum 10. Mal irgendwie zeigt oder so. Aber seid einfach dabei, schaut es euch einfach immer wieder an und irgendwann geht es dann halt wie von selbst tatsächlich. Hier oben muss noch eine Hülle ran, eine Hülse ran. Zack, Hülse auf. Hier unten passt ja keiner. Ne? Es ist eigentlich auf der falschen Seite. Dieser Bremshebel rechts, wenn man Rechtshänder ist, sollte für die hintere Bremse gelten. Und der linke. Das ist alles schlecht hier. Und der linke halt für die vordere mit dem kurzen Weg. Wenn man Linkshänder ist, kann man es andersrum verlegen. Dann sollte man aber auch die Bremse so ein bisschen tauschen. Also dann sollte dieser Bogen hier, wenn man den Bremshebel benutzt, auch hier auf der Seite sein. Also muss man darauf achten, dass man halt die andersrum wählt, ne? Andersrum bestückt. Für Vorderrad, für Hinterrad. Muss man dann gucken. Die hier sind ja gleich, vorne wie hinten. Aber es gibt ja Vorderrad, Hinterrad, Sets. Bogen links, Bogen rechts. Da sollte man drauf achten. Weil ansonsten hat man halt diesen beschissenen Bogen hier so drin. Der muss ja nicht sein. Normalerweise geht das so und direkt rein. Da ist die Reibung kürzer, als wenn das erst hier einen Bogen hat, hier komplette Reibung und hier nochmal eine Reibung. Ja, der Bremswiderstand ist einfach zu groß. Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen Fetischismus, was auch immer. Läuft trotzdem gut, also wenn man trotzdem gut einstellt und gut verlegt, läuft es ja trotzdem. Weg damit. Und eine Quetschhülse drin, natürlich. Nicht vergessen. Don't forget the Quetschhülse. So, fertig. Jetzt hängen wir den überstehenden Draht hier hinter. Und das war's. Das kommt weg. Das heben wir mal auf. Können wir den Kollegen zeigen. Das war's mit der Bremse. Machen wir ein bisschen die 8 noch raus. Mal gucken, ob es geht. Mal. Ja, gut, schauen wir. Jetzt, das Licht funktioniert nicht. Licht funktioniert nicht. Was machen wir da? Aufschrauben hier hinten. Lampe, ey. Guck dich das mal an, wie die aussieht. Total im Arsch. Mit so viel Rost dran, wie soll denn das funktionieren? Ja, natürlich ist er noch gut. Allerdings. Also rundum oxidiert. Und oxidierte Lampe, das leitet natürlich nicht eh. Mach ein bisschen die Oxidation weg von den Kontaktpunkten. Einmal rundum anschleifen. Hier, das auf alle Fälle hier. Das sieht ja, ich meine, seht ihr das? Seht ihr das? Das kann man sehen. Rot, rostig und alles.
muss ich natürlich auch machen. Ich möchte mal einen anderen Fahrradladen sehen, der das macht, ey. Macht heutzutage doch keiner mehr. Bauen alle eine neue Lampe ein, sagen, die funktioniert nicht mehr, ich wurde da verrostet denn drin. Ja, kommt eine neue eingebaut. Ja, dann stehst du da. Das muss ich nachher ein bisschen kürzen hier. Jetzt fummel ich das Kabel rein. Also ich habe alle Kontakte blank gemacht. Jetzt fummel ich das Kabel hier rein wieder. Jetzt stecke ich das Lämpchen hier rein und hoffe, es leuchtet. Wunderbar. Ja, das war's. 24 Minuten. Oh mein Gott. Viel zu lange. Gut, jetzt sehe ich erstmal hoch, weil wir essen. Ich schließe noch schnell die Räder an draußen alle. Da ist alles neu sortiert. Draußen. Jetzt war natürlich gerade Kundschaft da, wo ich reingehen wollte. Jetzt, was will, muss klingeln. Was ist der? Alter. 19. Das ist vorbei, Tini. Der wird jetzt 20, dann ist Ritze, dann ist vorbei. Da muss man mal langsam zu Potte kommen. Ich esse mal Eierkuchen. Genau. Ich bin mal ganz eigennützig. Hab ich so lecker gemacht. Echt? Ich hab nie so lecker Eierkuchen gegessen. Mann, ist ja gut jetzt. Du hast doch schon einen Sitzplatz. Hier ist dein Ei. Nee, der war schon unten, die war. Ich bin so ein Fan von ihr. Also das hat der so toll hingekriegt. Das muss, Papa, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie ist so toll. Die gehen mir alle auf den Sack, ey. Wenn mich da einer so anquatschen würde. Ich lauf da immer nur durch, wenn ich die abhole. Ich finde das voll unheimlich. Ich fühle sie nicht vor. Genau. Ich habe auch Angst. Und dann hängt sie so im Spielzimmer von seiner Tochter rum, so in so einem Käfig und muss sie belustigen mit so einem Harlequin-Kostüm. Dann sagt er noch, hat er noch so zum Schluss gesagt, ich stehe total auf sie. Und so, okay, jetzt reicht's aber. Oh Gott, voll schlimm. Ey, verkauf ihm doch so ein bisschen Merchandising. So. Merch. Das hat's gar nicht getragen. Skadi, nee, so hier. Skadi, for life. So, meine Kinder malen Ostereier an. Am intensivsten malt Skadi mit Osterei an und sie malt auch nur ein Osterei an. Ist schmutzig. Ist nicht schmutzig, nein, ist angemalt. Hast du es schön gemacht. Ja, alle anderen waren schnell fertig. Hier, ja, das war innerhalb von 10 Minuten erledigt. Aber Skadi malt schon ungefähr eine halbe Stunde. Danke. Ja. Bitte, bitte. Danke, bitte. Wunderbar. Sehr schön. Das war sehr lecker. Eierkuchen essen oben mit der ganzen Familie. Dann noch Ostereier bemalen. Also es ist das totale Eierprogramm, weil jetzt ist Ostern bald. Jo, und hier ist bald Feier. Eierabend. Ja. Jetzt kommt Kundschaft. Oh, Feier. Ja, bitte. Hi, moin. Hallo. Ich habe ein Problemchen mit meinem Bike. Was für eins? Schlüssel abgeworfen. Das weiß ich nicht. Das ist ganz komisch. Achso, das ist dabei. Ja, ich hab's dabei. Es ist ganz komisch, das Rad. Was brauchst du von mir? Schreib einfach mal einen Namen und den Telefon drauf und ich sag dir Bescheid, wenn es fertig ist. Vielleicht kannst du es heute noch abholen. Mal gucken. Morgen. 7 Uhr, na, morgen ist schlecht. Oder Montagmorgen. Ja. Dann wollen wir mal.
Hier haben wir eine quietschende Achse hinten auf dem Hinterrad. Zumindest was er mir vorhin gezeigt hat, war eine quietschende Achse. Und jetzt baue ich ihm einfach ein anderes Hinterrad ein. So, hier habe ich noch Schlauch und Mantel, falls jemand braucht. Gebrauchter Zustand, aber okay. Hinterrad, Rücktritt, Bremse, noch nicht saniert. Durex Standard. Naja, das ist besser. Ja, also das ist vom Zustand her besser. Hier ist der Mantel ohne gleich mit drauf und besser. Straßenprofil, Marathon, hält volle Pulle. Ich baue lieber das ein. Das ist mir lieber. Also bei dem hier, da weiß ich gar nicht. Da muss ich erstmal komplett zerlegen. Die Speichen sind rostig und so. Und ein bisschen polieren, die Felge, die ist wunderschön, aber die ist, ja. Das muss man komplett machen, das Ding. Und das hier ist fertig, Einbau fertig. Van Schotters Edelstahlfelge, verstärkte Speichen, ist für ein Postrad war das. Also ist wirklich was Stabiles. Das baue ich ein. Da kann er sich glücklich schätzen. Dora. Tja, sind wir fertig. Jetzt hat er ein wunderschönes Laufrad drin. Kriegst du ja noch ein Käppchen hier. Ein Deckel drauf. Cool. Jo, das ist gemacht. Ich denke mal, das ist der letzte Auftrag für heute. Dann geht's ins Wochenende. Ich freue mich schon echt auf morgen. Da werde ich was mit meiner Familie machen. Total geil, wenn man so Ersatzteile hat. Einfach nur greifen, bupp, rin ins Regal, raus, rin. Auch wenn es gebrauchte Teile sind, weil die meisten wollen ja gebrauchte Teile. Er hat ja bei 50 Euro jetzt schon überlegt, mit Arbeit, 50 Euro. Eine neue Decke hat er auch gebraucht. Eigentlich war jetzt echt total günstig. Glück gehabt, dass ich jetzt da hatte mit Decke und allem. Ja. Jo, habe ich gemacht. Habe ich ihm eingebaut. Jetzt räume ich noch die restlichen Teile ein bisschen weg, ein bisschen aufräumen hier unten noch, vorbereiten für das Wochenende. Wie gesagt, morgen gibt es ein eBay-Video und ein Reparatur-Video. Das kommt auf alle Fälle. Genau. Und dann sehen wir uns am Montag spätestens in Persona wieder. Sehen wir uns ja ohne, ist ja Quatsch. Wir sehen uns morgen wieder. Also bis dann, schaut euch morgen das Video an. Ich hoffe, euch gefällt es, was heute passiert ist. Es war nicht viel, es war wirklich nicht viel los. Im Sommer, da geht es richtig bum, 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 bum. Aber wie gesagt, da werde ich auch nicht alles aufnehmen. Ich kann ja nicht bei jedem Mal alles aufnehmen. Ich werde mich auch in Zukunft ein bisschen beschränken müssen mit den Videos, die ich aufnehme oder mit den Sachen, die ich aufnehme, auf so 2-3 bestimmte Sachen vielleicht am Tag. Mal schauen. Ne? Einfach mal laufen lassen, so wie es läuft. Dann habt ihr ja den Livestream, dann könnt ihr dann mal live mit zugucken. Ich hoffe, das ist bis zum Sommer erledigt. Also, bis dann, schlaf gut. Wir sehen uns. Ciao.